Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und dann an meine Zuschauer und Abonnenten, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und zwar, ja, zu meinem täglichen Adventskalender öffnen. Das wollte ich sagen, ne? Zu meinem täglichen Adventskalender öffnen von mir. Und zwar befinden wir uns in der Weihnachtswoche. Ne? Wir sind in der Weihnachtswoche. Ne? Wir sind im 19. Dezember schon angekommen. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken, ich hoffe, dass wir heute mal ein bisschen, ne, gestern war nicht so der Knaller-Burner in Tüten. Ja, schauen wir mal heute, ne. Es sind schon alles gute Produkte in den Kalender, um Gottes Willen. Liegt bloß daran, naja, weiß nicht, woran es liegt. Weil man das alles schon kennt oder da hat oder weil man, das wird sein, man hat alles schon da, ne. Ja, so, gut. Ich würde sagen, wir fangen mit, ich habe immer noch mit zu tun. Ich kriege das nicht richtig weg, Leute. Das ist ganz kurios. So, ich würde sagen, Türchen Nummer 19. Nein, wir machen mit Enerbio. Ne? Enerbio, ja, das ist die letzte, nee, die vorletzte kleine Schachtel. Die anderen ab den 22. werden ja dann größer. Ne? Gut, dann gucken wir, was wir heute noch in der 19 drin haben. Ist wieder was dabei. Ich hoffe ja mal, dass hier wieder so Tee oder so mit drin ist, ne? Das fehlt mir hier irgendwie noch in dem Kalender. Na, schauen wir mal. Na gut, hier ist bestimmt wieder irgendwas so dabei drin, ne? Zeig nochmal. 13 sind wir schon längst durch, Anni, Mensch. So. Okay, haben wir von, brauchst du nicht sagen, von, wir wissen alle, Enerbio, Cashewkerne geröstet in Tamari. Oh, die sind lecker. Das sind so, ne, diese Tamari-Soße, die schmeckt so ein bisschen würziger, denn die Cashewkerne durch diese Tamari-Soße, da haben wir bloß 15 Gramm drin. Also da kann ich schon mal sagen, ich mag die so, wenn Nüsse so ein bisschen gewürzt sind, mag ich das. So Nüsse pur, ja, kann man auch essen. Aber das mit dieser Tamari-Soße ist schon lecker. Dann gehen wir weiter zu Rituals, weil die 19 haben wir nämlich gleich hier vorne hängen. Da ist sie etwas groß heute, ne? Ich war Sonntag beim Geburtstag von einer Freundin und die hat den gleichen. Sie meinte wieder, oh, ich finde den so toll. Ja gut, die hat das zum ersten Mal, ne, den Kalender. Und sie meinte, zum Rumprobieren findet sie den richtig gut, um mal ein paar Dinge auszuprobieren. Ich meinte, ja, ich hatte den letztes Jahr schon. Ja, ne. Und meine andere Freundin, die hat den goldenen, den großen, für 150 Euro. Und da sind schon richtig große Größen drin, ne? Also, und auch schon von der neuen Kollektion. Ich hätte mir aber gewünscht, dass hier sowas hier auch drin ist von der neuen Kollektion. Aber ich glaube, träumen weiter, Hani, ne? Ich hoffe, vielleicht haben wir hier vielleicht mal, ich hoffe es, ne? Vielleicht mal was von der neueren Kollektion, so eine kleine Probierprobe. Aber die ist auch gut. The Ritual of Her Mom, The Purifying Ceremony for Body and Soul. Soul Uplifting Body Cream mit Fresh Eukalyptus und Rosemary, 100 Milliliter. Die finde ich auch gut. Das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so mein Duft. Aber irgendwie, ja, die ist so ein bisschen, ja, aber die war letztes Jahr, war die nicht letztes Jahr auch schon mit in dem Kalender? Ich weiß es nicht, ne? Ja, ich finde die, ich find die nicht verkehrt. 100 Milliliter, das ist eine große Bodylotion. Gehört jetzt nicht zu meinen, mit zu meinen Lieblingsdüften. Ja, weil die mit Eukalyptus ist. Und dadurch riecht die sehr, sehr frisch, ne? Obwohl ich die nicht schlecht fand. Fand ich die, ja, ich fand die in Ordnung, ne? Ich hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ich fand die jetzt auch nicht schlecht. Ja, mal gucken, ob ich die behalte oder ob die weiter war. Eine reichhaltige und nährende Körpercreme steht hier auf Deutsch. Ne? Ja. Plessibox. Die Plessibox. Die Plessibox. So. No. Ist überhaupt was drin? Da ist sie. Oh mein Gott. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Ach, übrigens. Guck mal, was ich gefunden habe. Mit QR-Code. Habe ich gefunden heute, weil ich was gesucht habe. Dachte ich, ach, die hast du nicht angeschmissen. Ne? Da werde ich auf jeden Fall nochmal. Ja, genau. Jetzt, wobei der Kalender ausgepackt ist, findet es. Ja, man kann ja immer noch die Produkte nachgucken. Ne? Muss ich nochmal alles richtig genauer mir mal durchlesen. So. Genau. So. Hier haben wir. Oh, was ist das denn? Wild Science Lab.
Just Boost Brightening Serum. Gut, okay, ja, ist ja nicht schlecht, ne? Ich habe Serien da, Leute, und Gesichtscremes. Ich muss noch mal gucken, was bleibt und was weiter wandert. 10 Milliliter, okay, es ist nur was Kleines, ne? Es ist nur eine kleine Tube, die müsste, ja, oder einfach mal so für unterwegs, was sie jetzt genauer machen soll. Recharge, Skin Tone, Vitality and Radiance. Ich habe ja jetzt den Flyer gefunden. Ich kann euch ja mal noch mal einen Screenshot einblenden. Einfach so ein Juice Boost. Juice Boost Brightening Serum, ja, eine kleine Tube, ja. Ist die überhaupt wirklich? Ja, da ist was drin. Ich habe jetzt echt gedacht, die ist so leer wie bei dem M-Asa Magic Finish Adventskalender, ne? Mit den oh Gott, Honey, zwei leeren Tuben. Da werden jetzt die den sich jetzt zum Überraschen lassen haben, ne? Sich den ausgepackt, da werden einige dumm aus der Wäsche geguckt haben. Ich habe nämlich schon Kommentare über den Magic Finish Adventskalender gelesen, dass viele sich beschwert haben bei Instagram. Ich glaube, die löschen sie aber auch wieder. Aber ich habe mal da ein paar Kommentare abfassen können. Da haben viele gesagt, es sind zwei leere Tuben in den Kalendern. Ne? So viel dazu, ja. Und irgendwas ist da fehlgelaufen bei der Produktion. Ich kann euch das sagen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Serum. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir zu dem Glossy Boxer. Wenn du den Magic Finish Adventskalender, schreib mir mal in den Kommentaren, ob das bei dir auch so war. Es ist eine Frechheit, aber die machen nichts. Da kriegst du keine Entschädigung, nichts, da passiert nichts. Das ist halt das Schlimme an der Geschichte. Naja, gut. So, machen auf. Hier die 19. Die 19. Die 19. Du bleibst mal da drüben, wo du hingehörst. Ich sehe schon wieder ein Mascara. War da nicht schon Mascara drin, oder was ist das? Ach nein, 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 Honey, nein, Honey. Ganz unspektakulär, langweiliger Verpackung. Sieht doch nach nichts aus, ne? X-Lash Pro Eyelash Serum. Zack, bumm, fertig. Mehr steht hier nicht oben. Also das ist wirklich Eyelash Serum. Ah, müssen wir mal gucken, ne? Eyelash Serum. 4 Milliliter sind 6 Milliliter, was für eine genaue Grammanzahl. Ja, sehr unspektakulär, ne? Das ist jetzt hier irgendwie, ja, gut. So, eine matte Verpackung, ne? Also ist keine glänzende, die ist matt, unspektakulär. Ist das mit so. Ah, ist so mit. Ey, was ich an Serum da habe. Auf jeden Fall. Teste ich das aus, dann habe ich ja noch das Nutrilash, das habe ich ja auch noch, ne? Das werde ich auf jeden Fall behalten, mal austesten. Und irgendwann in einem aufgebraucht, werde ich euch dann mal sagen, wie ich die Sachen so fand. Ich glaube, ich werde das mal machen, ne? Genau, ne? Muss ich mal gucken. Ja, ihr Lieben, einfach mal so ein X-Lash Pro Eyelash Serum. Ja, bei Instagram, ne, bin ich auch und da mache ich dann wieder ein Foto rein, eine Zusammenstellung, was heute in den Kalender war. Ja. Serum ist okay, die Bodylotion ist schon gut. Also, es ist schon ein bisschen besser wie gestern. Ich finde schon, es ist schon heute bisschen besser. Ne? Ich muss wirklich noch mal gucken, noch mal, was ich meine Backups. Ich muss wirklich mal gucken, was ich gebrauchen kann und was nicht. Ja, so ihr Lieben, das war's wieder für mir. Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben geben. Und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich euch ein. Meine Playlist. Ne? Ich habe jeden Tag meine Adventskalender geöffnet. Sollte dir da ein Türchen entgangen sein, guck doch einfach mal nach, falls was dabei ist. Hier siehst du meinen Kanal. Kannst du völlig kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen. Hier unten siehst du Videovorschlag. Das wird sein. Nee. Nein. Videovorschlag und aktuellsten Upload. Das ist nämlich, ich habe nämlich mit der lieben Heike ein Tauschpaket gemacht. Ne? Guckt da einfach mal, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Erst meins gucken und dann bei ihr vorbeischauen. Na, und ich sage jetzt Tschüssi. Es war mal wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni. Und wir sehen uns morgen schon zu Türchen Nummer 20.